Test, 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 Test. Okay. Test bestanden. Alles klar. Dann machen wir weiter in den Westgraten, in Dragon Age Inquisition. Nur, Moment mal, da ist ein Lager, ne? Gut, dann können wir ja problemlos nochmal zur Himmelsfeste zurückgehen. Und dann wieder, wenn dann die Zeit ist, einfach nochmal ganz bequem dahin gehen. Zu den Westgraten. Ohne einen riesen Weg zurückzulegen. Dann gehe ich jetzt erst nochmal an die Einsätze ran. Da ist nämlich mal wieder was fertig. Von Liliana oder so. Inquisitor. Meister Solus dankt euch, dass ihr die Angelegenheit mit Lady Veris bereinigt habt. Zu freundlich von ihm. Es ist nur seinem Taktgefühl zu verdanken, dass außer einem zerbrochenen Weinglas nichts weiter passiert ist. Alles klar. Also, mal wieder nichts Neues bei Josephine. Bei ihr mangelt es momentan ein bisschen, aber das ist okay. Wow. Ich merke gerade, meine Konsole steht ein bisschen im Sonnenschein und die pustet gerade ganz stark. Und das war es eigentlich nicht so beabsichtigt. Sämtliche Verteidigungswerte aller Gruppenmitglieder werden um 10% erhöht. Oh. Oh. Ja, doch. Bitte. Das klingt sehr, sehr vorteilhaft. Also, rote Jenny. Und die gefährliche Ladung. Dafür bekommen wir ein Amulett der Macht. Und was haben wir hier? Hier haben wir Einfluss und Verzaubererstab. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar neue Einsätze. Ein Schwarm roter Jennys. Samson aufspüren. Das kommt so oder so. Samson aufspüren. Da wurde so viel drüber geredet. Und dann gehen wir das jetzt als erstes an. Nun denn. Ja, nun denn. Dann wollen wir doch mal sehen. Und ich schätze mal, dann kann... Oh, eine goldene Gelegenheit. Was ist das? Ja, komm, Josephine. Mach du das mal. Gut, ich schätze mal, dann haben wir auch nicht weiter irgendwas groß zu machen in der Himmelsfeste. Ja, komm, der eiserne Bulle muss unbedingt doch mir einen Kuss hinterlassen. Sonst klappt's nicht mit unseren Einsätzen. Ich würde gerne über uns beide reden. Klar, Boss. Was gibt's? Habt ihr gerade etwas Zeit? Für euch? Immer.
Okay, es scheint mit Cassandra weiterzugehen. Ein gutes Buch? Oh, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ist das euch peinlich? Moment mal. Werdet ihr etwa rot? Weshalb sollte ich denn rot werden? Sagt ihr es mir. Ich bin mir sicher, es ist nichts, was euch interessieren würde. Es ist ein Buch. Das sehe ich selbst. Es ist eine von Variks Geschichten. Schwerter und Schilde. Das neueste Kapitel. Ihr habt sie alle gelesen? Das neueste Kapitel? Heißt das, ihr habt sie alle gelesen? Nicht, seit das alles hier begonnen hat. Wir waren beschäftigt. Das ist übrigens ihr Lieblingskapitel. Niemand hat euch gefragt, T-Veteraner. Ich konnte das letzte Buch, das ihr mir geliehen habt, einfach nicht zu Ende lesen. Ich hatte schon nach den ersten Seiten das Gefühl zu verdummen. Es ist Literatur. Schlüpfrige Literatur. Was sie auch tut, erzählt auf keinen Fall Varric etwas davon. Er würde sich freuen. Und warum nicht? Ich denke, Varric würde sich über eine weitere Bewunderin freuen. Freuen? Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Die Bücher sind schrecklich und überwältigend. Und das hier hat ein offenes Ende. Ich weiß, dass Varric schon am nächsten Kapitel arbeitet. Er muss es einfach. Tut einfach so, als wäre das hier nie geschehen. Ich wünschte, ich könnte es wirklich geheim halten, aber ich glaube, wir müssen mit Varric so oder so drüber reden. Rede mit Varric über Schwerter und Schilde. Ich grüße euch. Habt ihr... Wir müssen die Roten Templer ausmerzen. Sie bilden... Ihr wisst, was ihr tun müsst. Alles klar. Ich hab das ja ganz vergessen. Diese kleine Sidequest kommt auch noch dran zwischen Cassandra und Varric. Varric schreibt ja Romane und anscheinend nicht so ganz erfolgreiche. Naja. Was kann ich für euch tun? Cassandra will ein Buch. Cassandra wartet auf den nächsten Band von Schwerter und Schilde. Ich muss was an den Ohren haben. Das klang gerade, als hättet ihr gesagt, Cassandra würde meine Bücher lesen. Überrascht euch das? Was ist daran so überraschend? Ihr kennt Cassandra doch, oder? Wartet, ihr meint diese Schmonzetten? Da kann sie lange warten. Ich habe nicht vor, den nächsten Teil fertig zu schreiben. Das sind die schlechtesten Romane, die ich je verfasst habe. Der letzte Band hat sich gerade mal so gut verkauft, dass ich die Tinte bezahlen konnte. Hallo Kirito, ich grüße dich. Wir spielen heute ein bisschen Dragon Age weiter. Kingdom Hearts 3 hat mir tatsächlich gestern ein bisschen zugesetzt. Und ich hoffe, ansonsten war dein Tag gut und ich hoffe, es geht dir auch gut. Okay. Cassandra hat er gefallen. Cassandra hat er gefallen, ja. Tja, Cassandra scheint die Reihe zu gefallen. Und ich dachte, ein Loch im Himmel wäre das Verrückteste, was passieren kann. Ihr wollt also, dass ich den neuesten Band meiner schlechtesten Romanreihe fertig schreibe. Für Cassandra. Die Idee ist so schlecht, dass ich es beinahe tun muss. Unter einer Bedingung. Ich will dabei sein, wenn ihr ihr das Buch überreicht. Einverstanden. Das lässt sich einrichten. Dann mache ich mich gleich an die Arbeit. Wisst ihr, der Umstand, dass das Buch lausig ist, macht es irgendwie interessanter. Okay. Und jetzt können wir schon das fertige Buch überbringen. Wollt ihr etwas mit mir besprechen? Ich finde diese Quest zwischen den beiden so... Ich weiß nicht, die bringt mich immer so zum Schmunzeln. Das ist, ich weiß nicht. So zauberhaft.
habt ihr jetzt wieder angestellt? Schon verstanden, Sucherin. Ihr seid immer noch wütend wegen unserer Auseinandersetzung. Ich bin kein Kind, Varric. Tu nicht so, als hätte ich keinen Grund dafür. Hier ist mein Friedensangebot. Das nächste Kapitel von Schwerter und Schilde. Ich habe gehört, ihr seid eine Bewunderin. Das ist euer Werk. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch darüber freuen. Nun, wenn ihr kein Interesse daran habt, habt ihr eben kein Interesse. Es muss ohnehin noch ein wenig überarbeitet werden. Wartet! Ihr fragt euch vielleicht, was dem Hauptmann nach dem letzten Kapitel zugestoßen ist. Ihr sollte überhaupt nicht zustoßen. Die Anschuldigungen gegen sie waren haltlos. Nun, es stellt sich heraus, dass der Gardist... Nein, sagt es mir nicht! Das ist der Moment, in dem ihr dem Inquisitor dankt. Immerhin lasse ich normalerweise niemanden schon vorab etwas lesen. Ich danke euch. Bedankt euch bei Varric. Varric ist derjenige, bei dem ihr euch bedanken solltet. Ich bin nur ein demütiger Diener meiner treuen Leserschaft. Ich frage mich, ob ich vielleicht Zeit habe, schon mal den ersten Teil zu lesen. Vergesst nicht, all euren Freunden davon zu erzählen, falls ihr welche habt. Das war es wirklich wert. Ein mittelalterlicher Manga, ja. So sah es ein bisschen aus. Und du warst bei der Fußpflege. Oh. Ich schätze mal, dann hast du vielleicht beim Gehen ein luftig leichtes Gefühl. Ja. Also, das ist bei uns, wir haben bei uns in der Nähe ein Wassertretbecken. Und, da läuft man im Wasser auf so ein paar Kieselsteinen. Und wenn man das mal ein paar Minuten gemacht hat, dann läuft man wie auf Wolken. Das ist echt beeindruckend. Immer wieder schön. Okay, Varric und Blackwall again. Auf geht's! Wir reisen wieder zurück zu den Westgraten und ich glaube, während... Ah ne, ich warte noch damit. Ich dachte, obwohl... Ah ne, hier ist das Laden schon vorbei, dann mache ich es doch später. Und Moment mal, ich mache mal aber kurz die Rollos runter, Moment. Weil wenn die Sonne weiter auf die Konsole scheint, dann wird es wahrscheinlich übel ausgehen. Okay, ich war zum ersten Mal da, aber so einen Becken haben die nicht. Ah ja, okay. Also bei uns ist das auch eher im Wald. Im Wald, das ist auch das, ja, da ist halt so ein Fluss, ein großer Teich. Und in diesem Teich hat man halt so einen Pfad gebaut. Der dann mit Kieselstein gefüllt wurde und dann läuft man daran. Das ist, also im Wald ist das jetzt nicht bei irgendeinem Massagesalon, sondern halt im Wald. Und da bin ich dann doch immer wieder gerne. Also, jetzt aber. Finde in den Westgraten ein Buch des Zirkels. Für Vivien. Oh, und Cullen ist schon fertig. Das heißt, wahrscheinlich müssten wir gleich nochmal zurück zur Himmelsfeste. Vorausgesetzt, die anderen werden auch fertig. Sekunde. Jetzt. Da haben wir es. Und ich habe schon wieder vergessen,
das Inventar zu leeren. Gut, dann kommt's das nächste Mal dran. Ziemlich groß. Das haben keine Winz gebaut. Wer war noch hier draußen? Schimmersteinmine. Der Boden hier vibriert leicht. Aha. Durch die Schimmersteine? Die geben wohl eine ganz besondere Resonanz ab. Sagte er und vergaß es trotzdem. Zu was genau? Was genau meinst du jetzt? Hab ich was vergessen? Wow, 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 wow. Okay, das war so nicht ganz geplant, aber okay. Ah ja, das Inventar. Ja, ja. Es war eigentlich eine gute Sache, dass man das mit dem Inventar halt realistisch hält, ne? Aber manchmal nervt es doch einen, dass ich vergesse, es zu leeren. Das behindert dann einfach nur die Aufnahme von nützlichen Gegenständen. Das ist... Naja, andererseits, man kann auch wieder ein bisschen Gold gewinnen, aber... Naja. Trotzdem bleibt es eine lästige Angelegenheit irgendwie. Wie zum Beispiel jetzt. Die beiden Dinge hole ich aber zu mir. So oder so. Blackwall, kannst du irgendeinen neuen Schild dir zulegen? Gut, ja, das passt. Warte mal, da war jetzt meisterhafte Rüstung von irgendwas. Nein, 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 nein. Für wen ist das nur Krieger? Oh. Ja, ja. Steht dem sau gut. Aber. Ha. Gut, und die Werte sind halt so lala, ne? Es bekommt Blackwall. Vielleicht sollte ich Cassandra auch mal ab und zu mal wieder reinnehmen. Die war ja schon lange nicht mehr da drin in meiner Truppe. Und jetzt, wo die Sache mit dem Buch war und sie zusammen mit Varric in einer Truppe wäre, da frage ich mich, ja, wie so manche Dialoge auf dem Feld dann wären. Das wäre, glaube ich, echt eine gute Idee mal. Wenn ich nochmal die Truppe zusammenstelle, dann tausche ich einfach Blackwall gegen Cassandra aus. Haben wir... Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal nicht weiter hier rein, sondern in die Gegend. Geschlossene Risse, nichts. Ja. Einfach die Richtung.
Staubgipfel fort. Neues Gebiet entdeckt. Was gibt's denn da? Da ist ein Okularum schon mal. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg nach oben finden. Und seht ihr diese Eidechse? Wisst ihr, woran mich die gerade erinnert? Ich habe, ich habe in den letzten paar Wochen einfach angefangen, mir nochmal einen bestimmten Horrorfilm mir anzusehen. Und zwar An American Werewolf in London. Und das, was wir da gerade erlegt haben, das erinnert mich einfach gerade an diesen Werwolf zum Teil. Also irgendwie hat es die Silhouette davon gehabt, ein bisschen. Ja, also ich fand den Film schon gelungen. So, für die 80er Jahre war das echt gute Spezialeffekte. Okay, bei Horror bin ich raus. Eigentlich ist es auch nicht mein Ding, Horror, ne? Ich mach nur bei, es gibt nur wenige Ausnahmen. Also ich hab selbst eigentlich kaum Horror bei mir, aber 2, 3 Horrorfilme habe ich, aber das ist dann FSK 16 und das, also zu viel Horror macht doch meine Laune echt mies. Da bin ich dann nach der Zeit auch raus. Oh, das lesen wir jetzt mal schnell. Elegant verfasste Notiz. Gar kein niemals, ja. Ist auch nicht das Schlechteste. Ist okay. So verschont man seine Psyche. Und, ja. Was ist denn da noch? Aha. Da war also noch irgend so ein Kerl, den ich nicht gesehen habe. Und auch wenn ich mir den öfter angucke, dann... Weiß nicht, dann habe ich irgendwelche Kopfschmerzen. Dann setzt es mir wahrscheinlich ein bisschen zu oft zu. Da muss ich dann auch mal Pause machen von sowas. Aber wie gesagt, grundsätzlich habe ich auch nichts mit Horror zu tun. Daher. Okay, lass uns wieder mal 3 Scherben suchen. Aha, da haben wir schon mal Nummer 1. Da, wo wir gerade herkamen. Nummer 2 und... Und Nummer 3, fein. Gut, gut, gut. Okay, hier haben wir also etwas, was Blackwall ganz dringend interessiert. Ein Artefakt der Grauen Wächter. Umsehen. Und da ist die zweite Welle.
Und da haben wir auch den Riss geschlossen. Bada boom! Ah. Und schon wieder das Elend mit dem Inventar. Menno. Oh oh. Doppelklinge der grauen Wächter. Das ist aber nicht das Artefakt. Ich habe doch jetzt kein Artefakt von denen zerstört, oder? Das ist doch bestimmt was ganz, ganz anderes. Okay. Huch, oh, okay, jetzt bin ich sogar noch vorbeigelaufen. Was für ein Unglück. Wo kommen denn all die Skelette her? Grauschnaps, Ritualwein, Konskriptionsbier. Eine Flasche mit der Beschriftung Jahrgang, Wächter Yarin zerschlagt sie, wenn ich tot bin. Aua. Das klingt irgendwie nach was Grausigen. Gelbe Blackwall? Er stimmt absolut zu. Das sehe ich ja sowas von gerne. Und wo haben wir jetzt... Ach, ja. Bin ich ja glatt vorbeigelaufen. Dann ist hier aber erstmal alles fein. Es sei denn, wir könnten auch noch in die Richtung gehen. Aua! Au! Kommt schon raus, raus. Kann ich hier irgendwo anders hin? Denke schon, aber... Ah, doch, doch, das sieht gerade gut aus. Und da lässt das Spiel mich nicht drauf. Bleib oben, bleibt oben, danke. Ich will jetzt nicht den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Und der Inquisitor. Ach nee, da ist er. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir spielen jetzt einfach mal wieder ein bisschen mit den eisernen Bullen. Damit wir nicht immer denselben Charakter sehen, immer. Nein. Hier ist nichts. Das ist okay. Aber tatsächlich ist... Ja, jetzt hier nur noch ein Riss. Und da ist Frederick. Gut, ich hoffe, ich kann's noch. Die Steuerung vom Eisernen Bullen ist ein bisschen anders, denn er ist ein Krieger und die Fertigkeiten, ja. Geht so. Also ist sind gut, ne, aber muss ich trotzdem mich dran gewöhnen. Oh nein, Moment, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte.
So oder so muss der Inquisitor gleich nochmal ran. Weg, weg, weg. Okay. Ich habe gerade gar nicht gemerkt, dass der eiserne Bulle in Flammen steht. Ach, da noch. So, jetzt muss der Hera nochmal ran. Hat der eiserne Bulle sie jetzt alle allein aufgemischt? Weil irgendwie hab ich jetzt den Rest vermisst. Kabosch! Risse am Pass. Quest abgeschlossen. Und... oh. Und allmählich finden wir auch hier schnell alles zusammen. Ich bin mal so frei und gehe nochmal zurück zu Frederick. Und bevor wir nochmal zur Himmelsfeste zurückgehen, wegen Cullen, gehen wir noch kurz an ein anderes Lager vorbei. Oder beziehungsweise, da war irgendwo noch so eine Sanddüne, die man noch nicht betreten konnte. Wenn wir hier... und man kann halt nur hier vor Ort den Einsatz freischalten, wo die... der bezweckt, dass wir dann die Sanddünen durchqueren können. Es ist unwahrscheinlich, dass sie zu dieser Jahreszeit nisten. Ah, Herr Kollege, wie kann ich euch helfen? Ich habe eure Vorräte gefunden. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Nun, da ich meine Rezepte wieder habe, kann ich einen Köder brauen, dem der hohe Drache nicht widerstehen kann. Ich habe fast alles, was ich dazu brauche. Allerdings fehlen mir noch Stachelrückeninnereien und die Schwanzfeder eines Phönix. Erzählt mir mehr über den Drachen. Ihr studiert Drachen? Darüber würde ich gerne mehr erfahren. Drachen sind faszinierende und weitgehend unerforschte Kreaturen, die jahrhundertelang als ausgestorben galten. Aber jetzt sind sie zurück. Die Neveraner haben ihr Brut- und Nistverhalten sehr genau dokumentiert, aber bis heute hat niemand das Jagdverhalten hoher Drachen erforscht. Solltet ihr also auf irgendwelche Gurren-Kadaver stoßen, die möglicherweise von Drachen getötet wurden, würde mich das sehr interessieren. Okay. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Okay. Ja, ist die Frage ist, wo? Ich glaube, es ist sogar besser, wenn wir jetzt zu Fuß zu dem Lager jetzt noch gehen. Und wisst ihr was? Ja, so machen wir das. Aber... erstmal machen wir per Kurzreise eine Vorratsauffüllung. Der Weg an sich war nicht weit, aber ich hatte jetzt keinen Bock, den Weg um den Felsen zu gehen. Was ist denn da drin? Oh. Drachenschuppen. Und Inventarien, ganz genau. Ganz genau. Gut, dass du mich nochmal drauf hinweist. Wahrscheinlich hätte ich das gleich schon wieder vergessen.
Der Vermesser, die Bergausbau... Nee, Bergab... Hä? Bergbauausrüstung wurde schon von sehr langer Zeit zurückgelassen. Nicht einmal die Plünderer haben sie... Sie haben sich daran vergriffen. Ja, ganz genau. Du hast mich schon vorhin drauf hingewiesen. Sorry. Wie viele von denen brauchen wir wohl, um 2 hohe Drachen anzulocken? Björk, gute Frage, eiserner Bulle. Ich würde mal sagen 4. So wie es angegeben ist. Riesentreppe entdeckt. Oh. Eine Treppe. Oh ja, da ist es. Das ist jetzt unser. Der Lamar-Turm. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Sehr fein. Schon haben wir unsere wunderschönen Scherben vor unseren Augen. Kommen wir die jetzt noch schnell in die Hand, die eine? Ach ja, du hast uns also entdeckt. Gut, Josephine ist auch vorhin mit einem Einsatz jetzt fertig geworden. Und... ja. Oh, komm, bitte nimm das mit. Immer wieder dasselbe Drama. Das ist für Sarah. Das Amulett der Macht. Ja, komm, das kann weg. Das da auch. Barrieredurchdringung. Ach nee, das kann auch ein bisschen bleiben. 5% ist zwar nicht viel, aber trotzdem... noch besser als 2%. Oh Gott, ich weiß nicht, warum ich so müde bin gerade. Okay, und wir nehmen uns dann noch das da unten mit. Aber davor... geht's noch da lang. Und wieder ist es schön, dass es so schnell geht. Kehre zu den Kommandanten Helene zurück. Okay. Kein Ziel? Und schließen. Bada! Boom! Und ich bin mir ganz sicher, da in der Richtung ist dieser Einsatz. Ach. Ah, Sekunde.
Wir suchen noch schnell nach diesem einen Hinweis. Finde die Schwarzfeder eines Phönix. Ja, das ist schon klar. Aber da war doch noch was anderes. Wir haben doch noch was gefunden. Für eine andere Quest. Irgendwo wird es doch hier sein. Irgendwas von diesem... Ah, da, hier ist schon mal der erste Hinweis. Sorsturm. Ah, ja. Ey, ganz ehrlich, das sieht echt so aus wie dieses Werwolf-Monster aus dem Film. Aber gut, ich erwähne es jetzt nicht weiter. Nicht, dass noch jemand Albträume hier bekommt. Dann hätte ich auch ein Gewissensproblem. Okay, das ist doch schön. Es geht voran. So, nichtsdestotrotz gehe ich jetzt einfach da lang. Da, ach ja, heje. So viele sind da noch? Und so weit im Norden? Irgendwie habe ich das ein bisschen anders in Erinnerung. Also jetzt fühle ich mich mies. Der hat gerade seine Beute gefangen und genau in dem Moment habe ich ihn eingefroren. Jetzt habe ich ihm die Freude aufs Essen vermiest. Wobei ich ja eigentlich nicht so aufs Fleisch stehe, aber naja, ist ja persönliche Sache. Paragonschimmer. Und nochmal Paragonschimmer. Und das Ganze mal zwei. Jetzt sind's vier. Und genau das ist das, was ich meinte. Da ist das Symbol schon mal. Und hier, dieser Nebel. Das meinte ich. Einsatz freischalten. Todestrankquellen. Es hat keinen Sinn. Hier geht's nicht weiter. In der Himmelsfeste weiß sicher jemand eine Lösung. Ganz genau. Und da reisen wir jetzt auch gleich nochmal hin. Wenn ich mir jetzt sicher bin, dass ich... Ja. Ja, komm. Himmelsfeste, wir kommen nochmal. Und jetzt hole ich mir mal schnell ein Glas Wasser. Einen Moment bitte. Gut, da bin ich wieder. Und was ist das? War ja das Controller nicht angeschlossen? Huch! Was? Hat sich gerade verabschiedet? Ach ja, der Akku ist alle. Okay. Schon hat sich... Ja. Lädt's jetzt? Ja, es lädt. Okay, das heißt, ich muss mich noch mal ein bisschen schräg hinstellen, damit die Kabellänge auch ausreicht. Ach ja. Ja, guten Durst, danke. Und jetzt kümmern wir uns um das, gell? Du weißt es, Kirito. Inventar. Das wir jetzt einfach mal ein bisschen ausräumen werden. Nachdem wir gecheckt haben, ob wir ein paar bessere Waffen eingesammelt haben für so manch... paar Leute. Sarah.
Hast du einen besonderen Bogen? Nee, nicht wirklich. Es ist doch drinne. Ich weiß doch, dass es fast leer ist. Ja, du hast ja Schwert und Schild. Du hast die Dolche. Ach, ja, du bist ja eine Magierin. Vergaß, verzeiht, my lady. Und du auch, Stab des Feuerdrachen. Varric kann so bleiben. Und Eiserner Bulle, die Sulevin-Klinge kannst du noch nicht haben. Aber der Schlechter, wow. Das kriegst du. Alles klar. Jetzt geht's zur Rüstung. Ja. Ich wage zu behaupten, da war doch neulich irgendwie eine super, super tolle Rüstung, die ich aufheben wollte, bis jemand auf Level 20 war. Aber irgendwie finde ich die gerade nicht. Ja, das ist in Ordnung. Vielleicht aber der Quartiermeister erwartet eine Antwort. Er wird zu gegebener Zeit alle Bestellungen und die dazugehörige Rechnung erhalten. Ich glaube, das hat er nicht gemeint. Das ist mir durchaus bewusst. Also verkaufen. So, Levin-Klinge behalten wir. So ein Blitzstab kann man eigentlich noch gut behalten. Ja, der Rest kann eigentlich weg. Guck nochmal, war da die besondere Rüstung? Nein. Wertgegenstände. Und wir haben mal wieder eine Menge Gold gesammelt. Das heißt, wir kaufen uns noch mal ein paar von diesen Dokumenten, oder was immer das da immer ist. Perfekt. Um wie viel leichter sind wir jetzt? Um 34. Sehr gut.
Siehst du, Gerido? Ich hab dran gedacht. Bitte bestellt Lord Dorian, dass ich ihm keine Einladung zum Wintersendball in Leeds besorgen kann. Das wird ihn nicht überraschen. Er meinte, das würde eure Fähigkeiten übersteigen. Das tut es nicht, es ist nur... Sagt ihm, ich werde es versuchen. Ich weiß nicht. Dorian hat manchmal solche Vorzüge. Die schmeicheln auch. So oder so. Der Typ ist der Hammer. Alles klar, olé. Wir haben ein Schwarm roter Jennys abgeschlossen und erhalten die rote Jenny und die Tante Warne Scharade. Samson aufspüren, Belohnung erhalten, perfekt. Überquerung der Schwefelgruben, ja, das muss gemacht werden. Nur dann können wir... an diesem Ort weitergehen. Die Westkarte warten trotzdem noch. Goldene Gelegenheit, Adlersfelsbeil. Und hier haben wir wieder was von der roten Jenny. Machen wir uns an die Arbeit. Und der Rest kann dann Stoffe besorgen. Wir stehen euch zu Diensten. Und Leder beschaffen. Inquisitor. Ich frage mich, ob wir jetzt nochmal mit Kallen reden können. Weil jetzt haben wir ja was von Samson in Gang gebracht nochmal. Ja, da ist tatsächlich eine Markierung. Aber sonst anscheinend mal wieder nichts. Rede mit Kallen über einen Angriff auf Samsons Lager. Gut. Es scheint so, als könnten wir jetzt mit Samson könnten wir den endlich mal gegenübertreten. Was habt ihr gefunden? Wir haben ihn, Inquisitor. Wir haben Samsons Versteck gefunden. Normalerweise liegen meine Pflichten hier, aber für Samson mache ich eine Ausnahme. Gut, dass ihr mitkommt. Ich freue mich darauf, an eurer Seite zu kämpfen, Kommandant. Gleichfalls, Inquisitor. Wir brechen auf, sobald ihr den Befehl dazu gebt. Okay, Reise zu Samsons Lager am Schrein von Dumat. Wow. Hier ist noch ein Kunari? Irgendwie ist mir ein... Das... Irgendwie ist das jetzt für mich spektakulär zu sehen. Ach Mann, hier ist schon wieder so eine Fliege drin. Die landet immer auf meinem Arm und auf meinen Beinen. Und das stört. Ein hingerissenes Lächeln des Verzauberers, als die Kerze brennt. Die Mauern sind sicher. Sie wird nie wieder hungrig sein. Wir unterhalten uns vermutlich. Ich frage mich, ob Sarah noch was zu sagen hat, denn wir haben jetzt ein paar Einsätze mit roter Jenny und so weiter abgeschlossen. Rumsitzen und warten. Großartig, oder? Okay. Nichts Neues. Inquisitor? Fallen. Im Moment wüsste ich nichts, aber...
Inquisitor? Wie ist die Stimmung im Moment? Die Leute sind gerüstet. Habt ihr irgendwelche Gerüchte gehört? Die Leute beschweren sich, dass ihr mit euren Verbündeten das Lager teilt. Aber mir ist das ziemlich egal. Weitermachen. Inquisitor? Okay, ich schätze mal, machen wir uns auf den Weg. Und wo ist das? Ah ja, hier ist es. Dann kommen wir mal mit unserer üblichen Truppe mit. Ich glaube, ich hole jetzt mal wieder Dorian rein. Der kam nämlich schon länger nicht mehr vor. Und dann kann er auch mal wieder ein bisschen für Action sorgen. Torheit von General, nicht Sheritan. Schluck auf. Das ist es. Von hier aus befehligt Samson seine Truppen. Ich kann ihn nirgendwo sehen oder hören. Ich auch nicht. Beim Erbauer, bitte sagt mir, dass er nicht geflohen ist. Wollen wir nicht hoffen? Wir werden sehen. Dorian, ich muss nochmal deine Ausrüstung überprüfen. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein, beziehungsweise wie stehen deine Accessoires? Amulett der Erneuerung. Der Träger dieses Amuletts profitiert von einer schnelleren Mana- und oder Ausdauerregeneration. Gar nicht schlecht. Ja. Ja, optimal. Kriegen wir eine Barriere? Offensichtlich nicht. Okay, irgendwie haben wir uns jetzt alle hier in diese Ecke gedrängelt. Das ist auch das erste Mal, dass Cullen mitkommt. Und ich hoffe mal, dass wir uns nicht groß um den kümmern müssen, dass der ohnehin stehen bleibt. Nimmer Wiedersehen. Finde Maddox. Wer war jetzt Maddox nochmal? Das war doch der eine, der von Samson aufgenommen wurde, oder? Irgendwie meine ich so, wurde das im letzten Part, glaube ich, erwähnt.
Adios. Du roter Klumpen. Liegt hier noch irgendwas rum? Irgendwas von großer Wichtigkeit? Ich glaub's nicht. Also war der Weg nach unten mehr oder weniger umsonst. Alles hier bereits vernichtet. Samson muss seinen Templern befohlen haben, sein Hauptquartier zu zerstören, damit wir hier nichts mehr vorfinden. Tut mir leid, Löckchen. Irgendjemand hat Samson vorgewarnt, dass ihr kommt. Ich denke, ihr habt recht. Nichtsdestotrotz haben wir Au! Wer war das denn? Den habe ich ja... Das war ja so mies jetzt. Der hat mich da runtergerammt. Dieser Fiesling. Boah. Das war ja schon dreist. Gut, wir haben hier wieder mal auf... Aha, nicht so ganz aufgeräumt, ich korrigiere. Ich schätze mal, da wird noch eine Welle kommen. Wäre doch gelacht, wenn die nicht kommen würde. Das wäre untypisch. Aha, wie ich es mir dachte. Und Josephine hat es mal wieder geschafft. Sehr gut. Okay, Bulle, wir brauchen mal schnell beide eine Barriere. Zwei von unseren Kameraden sind erledigt. Aber du schlägst dich echt wacker. Das gefällt mir. Irgendwie kommt mir gerade so in den Sinn, es ist vielleicht doch besser, zwei Nahkämpfer zu haben. Also zwei Krieger vielleicht in dem Falle, weil jetzt ohne Blackwall sind hier auf einmal mehr K.O.s. Na gut, es waren bis jetzt nur zwei, aber... Und wobei die Westgrade, die sind ja auch relativ einfach im Vergleich zu allen anderen. Das muss ich nochmal überprüfen. Aber... Generell zwei Nahkämpfer, zwei Fernkämpfer rundet ja die Sache gut ab.
Okay, wir öffnen jetzt die Tür und finden jemanden. Hallo, Inquisitor. Ihr kennt mich? Das ist Maddox, Samsons Besänftigter. Irgendetwas stimmt nicht. Ich werde nach den Heilern schicken lassen. Das wäre vergeudete Zeit, Hauptmann Cullen. Ich habe meinen gesamten Bestand an Verderbniskappen-Essenz getrunken. Es wird nicht mehr lange dauern. Wir hätten euch nichts angetan. Wir wollten euch nur ein paar Fragen stellen, Maddox. Ja, und genau das konnte ich nicht zulassen. Ich habe das Lager niedergebrannt. Wir alle waren uns einig, dass es das Beste ist. Unser Tod gab Samson genug Zeit, um zu entkommen. Ihr alle habt euer Leben weggeworfen? Für Samson? Warum? Samson rettete mich, noch bevor er mich brauchte. Er gab meinem Leben wieder einen Sinn. Ich wollte helfen. Wir sollten das Lager durchsuchen. Vielleicht hat Maddox ja irgendetwas übersehen. Wollen wir hier vielleicht mal ein bisschen rumstöbern? Klingt nach einem unglaublich ergebenen Diener, der wirklich, wirklich alles für seinen Erretter machen würde. Lyriumfläschchen. Ausgeleckt bis auf den letzten Tropfen. Irgendwie ein bisschen zu selbstlos. Seine Resistenz dagegen muss unglaublich sein. Samson hat eine Nachricht hinterlassen. Sie ist an mich gerichtet. Wie lautet sie? Trinkt genug Lyrium und sein Lied offenbart die Wahrheit. Die Kirche hat uns benutzt. Ein trostloser Ort, um zu sterben. Und vermutlich war es unter Samsons Kommando auch kein sonderlich schöner Ort, um dort zu leben. Welche Erinnerung habt ihr? Und doch ist Maddox gestorben. Moment mal. Hoffentlich habe ich jetzt nichts. Dass sich jemand darum kümmert. Wenn sogar Samson nur das Beste für Maddox wollte, sollten wir nicht dahinter zurückstehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts. Ach Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt einen wichtigen Dialog nicht übersprungen. Verdammt nochmal. Ich sah nur, dass ich mit Cullen reden konnte, aber hab gehofft, dass der Dialog trotzdem weitergehen würde. Diese Dinger konnte das Feuer nicht vollständig zerstören. Was auch immer das ist. Das sind Werkzeuge zur Lyriumbearbeitung. Und sie sind von bemerkenswerter Machart. Unbeschädigt werden sie ein Vermögen wert. Besänftigte entwerfen oft ihre eigenen Werkzeuge. Dagna sollte damit etwas anfangen können. Wenn Maddox sie verwendet hat, um Samsons Rüstung herzustellen, könnte sie sie vielleicht nutzen, um die Rüstung zu zerstören. Wir haben ihn. Alles klar. Schätze mal, dann sind wir hier durch. Dann erwartet uns draußen noch ein gigantischer Kampf. Wenn wir jetzt dieses Lager vernichten... verlassen wollen. Okay, anscheinend kommt hier doch nichts mehr. Ich dachte, jetzt kommt irgendwie noch so eine epische Schlacht. Aber egal. Gut, zurück zur Himmelsfeste. Wir treffen uns mit Cullen und mit Dagna nochmal. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass wir Samson persönlich treffen, aber ich habe mich wohl geirrt. Es war also nur sein Besänftigter, den wir da treffen. Aber irgendwo wird er doch wohl sein. Treffen wir vielleicht noch in der Haupthandlung
Oh Gott, ich habe schon so viele Dinge vom Spiel vergessen. Okay, Cullen. Wir sind auf dem Weg. Oh, Moment mal. Wie ist es mit dir, Varric? Ich habe gerade etwas Zeit. Was kann ich für euch tun? Ihr wollt über mich reden? Okay, nix. Ich dachte, da kommt noch irgendwann was. Guten Tag. Die Vorkommen an rotem Lyrium wurden zerstört und wir haben den roten Templern erhebliche Verluste zugefügt. Es ist ein Jammer, dass Maddox dachte, sein Opfer wäre die einzige Lösung. Aber so bleibt Samson jetzt nur noch eine deutlich geschwächte Armee und eine verzauberte Rüstung, die er nicht instandhalten kann. Ihr habt es geschafft. Wir haben es geschafft, Cullen. Wir haben beide dafür gekämpft, es möglich zu machen. Also spielt euren Anteil daran nicht herunter. Nun, ich danke euch, aber meine Arbeit ist noch nicht getan. Es treffen stündlich neue Rekruten ein. Und unter ihnen sind mehr als nur ein paar ehemalige Templer. Wir haben unseren Feinden einen Schlag versetzt und den Leuten Hoffnung gegeben. Das ist ein wahrer Sieg. Ich bin fertig, Inquisitor. Oh, unterhaltet ihr euch gerade? Tut mir leid, aber nehmt sie trotzdem. Ihr meint diese Rune? Das ist nicht einfach nur irgendeine Rune. Ich habe sie mit rotem Lyrium und den restlichen Werkzeugen des armen Maddox angefertigt. Die Rune wirkt auf die Medianrisse des Lyriums ein, sie wird Samsons Rüstung zerstören. Er wird machtlos sein. Korypheus verliert einen General. Wir werden Korypheus seines mächtigsten Generals berauben. Maddox hat Samsons Spuren sorgfältig verwischt. Aber wohin er auch geflohen ist, wir werden ihn finden. Eure Armee steht bereit, Inquisitor. Für den Kampf gegen Samson, gegen Korypheus, gegen was auch immer ihr befehlt. Zu euren Diensten. Gibt es im Moment nicht. Scheint so, als hätten wir schon mal einen Riesenschritt gegen Korypheus bewirkt. Und es geht nochmal zurück zum Kriegsrat. Erstmal danke für das Leder und für die Stoffe. Aber es gibt jetzt auch nichts mehr zu tun. Oder? Ach Moment, da ist ja noch was. Ah, das dauert aber noch eine Dreiviertelstunde. Nein, wir sind hier erstmal fertig. Gut. Dann zurück. Gut. Westgrate. Da machen wir wieder die Gegend unsicher. Hallo Kirbys Linkschwert. Herzlich willkommen zurück. Na, wie geht's dir? Beziehungsweise, wie geht's euch allen so? Also meine Woche hat bis jetzt eigentlich relativ angenehm angefangen.
Ja, und morgen kriege ich meine neue Brille, beziehungsweise die hatte ich schon vorher gehabt, nur hat man die Gläser ausgetauscht, damit mir nicht so oft schwindelig wird, wenn ich da durchgucke, hoffentlich. Also ich bin mal gespannt, wie ich die morgen erlebe. Gut, hatte einen langen Arbeitstag, werde weiter nur chillen, morgen wieder zocken, huhu Kiri, ja. Okay, klingt doch nach einem Plan. Du hattest einen langen Arbeitstag, ja. Ich hoffe, dann kann ich dir ein bisschen Entspannung bieten. Mit dem Stream. Ich bin mir sicher, ist ja jetzt Feierabend. Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Füße hochzulegen. Alles klar, da oben ist schon mal eine Scherbe, die ich leider noch nicht einsammeln konnte. Oh, den holen wir noch mit. Den jetzt nicht. Okay, Scherbe, lass mal sehen. Wo liegst du? Ah, ich sehe dich. Tada! Die gehört jetzt uns. Und da sind ein paar Heinis von den Roten Templern mal wieder. Oder, nee, warte mal. Wer waren die nochmal? Ich hab's mal wieder vergessen, wogegen wir kämpfen. Und ich wünschte, ich hätte schon dieses Lager da oben eingenommen, verdammt. Na gut, dann geht's eben auch so. Inquisitor. Ach, großer Wachturm. Komm, das holen wir jetzt noch. Das ist für unsere... Für unsere Himmelsfeste. Die können wir dann demnächst modifizieren, sozusagen. Oder anpassen. Gut. Jetzt geht's dahin, zu diesem Dreieck. Das ich hier eigentlich unbedingt einnehmen wollte, aber mich ein bestimmter Einsatz davon abgehalten hat. Aha, und da unten sind unsere roten Templer-Kollegen nochmal. Ach, okay. Schon erledigt, wie schön zu sehen. Ach. Nein, ich habe jetzt kein Interesse, gegen euch zu kämpfen. Nein! Wieder rauf! Du nimmst das da ein, lieber Inquisitor. Jetzt sind natürlich
Ah ne, okay. Kampf ist vorbei. Abkürzung ist unser. Und hier unten gibt es eine ganze Menge Pflanzen, Mann. Glaubt es kaum. Seht ihr die ganz vielen einzelnen Punkte unten links auf der Karte? Das ist... Das sieht aus wie... Wie eine ganze Menge Sommersprossen auf der Karte. Und das gehört wieder uns. Der verlorene Götze. Gut, die Höhle ist geplündert. Raus da. Nicht festbacken, Inquisitor. Wo kommt denn das jetzt her? Dieses Gerippe. Also unsere Kameraden scheinen da oben noch irgendwas erschlagen zu haben und dann ist das... Ist die Beute irgendwie runtergeglitscht? Okay, so langsam sind keine Sommersprossen mehr da auf der Karte. Naja. Die Punkte werden weniger, soll das heißen. Und da ist immer noch... Was ist das? Ach, eine Scherbe. Auf dem Gipfel, schätze ich mal. Oh Mann, diese dumme Fliege, ey. Wo habe ich meine Fliegenklatsche? Die fängt echt an, mich zu nerven. Verdammt nochmal. Also gut, wo haben wir denn unseren nächsten Einsatz? Dieses Lager eröffnen wir jetzt, damit wir einfach mal einen neuen Ankerpunkt haben. Und da ist der Sand jetzt weg. Beziehungsweise der Sandsturm. Wo liegt denn da was? Ach, da hängt also ein Ghoulbart. Okay. Hmm.
Wo haben wir jetzt das Lager? Nee. Komm schon, das schaffst du, Inquisitor. Oh. Okay. Könnte vielleicht was sein. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Ja, ganz genau. Das tun wir jetzt auch gleich. Nachdem wir hier aufgeräumt haben. Ah, da ist es. Sehr schön. Lager aufschlagen. Inquisitor. Es ist die Frage, das führt anscheinend darauf, der Weg. Nur wie komme ich darauf? Da ist... holen wir mal den Pilz mit. Ah, okay, ich kann es mir denken. Nein, nicht runterfallen. So, ja, nein. Ja, ganz genau. Das war meisterhaft, Inquisitor. Was ist das? Ist das Käse? Ja, scheint so. Ganz schön große Brocken. Die Getränke von Thedas. Westhügelbrandwein. Alles nur wegen ein bisschen Wein. Naja, nichtsdestotrotz, wir gehen einfach mal weiter. Und er erwartet uns auf jeden Fall noch ein bisschen was. Da ist ein Fragezeichen. Werden wir dem jetzt mal nachgehen. Okay, Tiefenvorsprung entdeckt. Und, ja. Das ist also auch unsers, die verborgene Treppe. Oh, da geht's aber... Da geht's ganz sicher nicht runter. Das habe ich mir gedacht, ja. Das ist ein Grenzgebiet. Na komm. Der Trank muss jetzt rein. Staubebenen. Nimmer wiedersehen. Ah, da ist das Skelett.
Okay, wir haben alles für Frederik da. Das heißt, der Drache wird bestimmt bald in Erscheinung treten. Tesoroturm. Und da hätten wir jetzt auch gleich eine Festung einzunehmen. Nochmal eine ganze Festung wie in Emprise du Lion. Und der Riss ist zu. Perfekt, was? Finde die Schwanzfeder eines Phönix. Ist in Ordnung, aber mich lockt es erstmal da hinten hin, zu der großen Festung. Hatten es gleich mit zwei Teams zu tun. Den Tieren und den Templern. Huch, jetzt sind sie schon wieder K.O.? Da guckt man mal gerade nicht bewusst hin und dann ist schon alles erledigt. Wie genial. Außerordentlich genial. Also schön. Ich glaube, irgendwo gibt es hier einen Eingang. Mit versteckten Eingang. Wenn wir nur weiter in die Richtung gehen. Die Fackeln holen wir ruhig mit und da war doch noch ein Stein, ne? Dankeschön. Ach, ich kann hier keine Fackel entzünden, okay. Dann kann ich aber bestimmt die entzünden, aber selbst eine mitnehmen kann ich nicht, ne? Ah, schade. Das ist jetzt unser Mosaikteil und das ist jetzt unser alter Brunnen. Und das sind unsere Schlangensteine. Und das sind auch unsere Schlangensteine. Und wir schleichen uns jetzt in die Burg.
Naja. Wir sind zumindest drin, aber blieben nicht lange unentdeckt. Venatori, auf sie! Sollen wir anklopfen? Nichts lieber als das. Hört ihr manchmal auch so ein Wispern im Hintergrund, als ob jemand ein Gebet vor sich hin murmeln würde oder so? Ich weiß nicht, von wo das herkommt, aber das... Kommt her, Inquisitor! Das... Ich bin bereit zu dienen! Das fällt mir einfach nur irgendwie gerade die ganze Zeit auf. Wer sagt denn das die ganze Zeit, diese ergebenen Sachen? Die Inquisition hätte gewiss Verwendung dafür. Ja, und ich glaube, man kann sie jetzt auch beanspruchen. Inquisitionsflagge platzieren? Ja. Das ist jetzt auch unsere Burg. Draußen. Einige der Männer haben in der Gegend dunkle Brut gesehen. Die Venatori haben sich zurückgezogen, aber unsere Kundschafter wissen noch nicht wohin. Wir haben uns hier ganz gut verschanzt, aber die Wasserversorgung der Festung ist problematisch. Das sorgt für Verzögerungen. Ich werde umgehend Männer dafür abstellen. Erzählt mir von euch. Wir kennen uns noch nicht, oder? Wie ist euer Name, Soldat? Wo habt ihr gedient? Ich bitte um Verzeihung, Inquisitor. Hauptmann Rylan, zu euren Diensten. Ich war bei den Templern in Starkhaven stationiert, bis sie alle in die Hügel rannten und den Mond anheulten. Als mir dann Kommandant Cullen eine Stellung anbot, war ich froh, helfen zu können, diesen Wahnsinn zu beenden. Gefällt euch eure Arbeit? Wie behandelt euch die Inquisition bis jetzt, Hauptmann? Ich kann nicht klagen. Manchmal ist meine Arbeit ziemlich verrückt, aber ich bin immer froh, wenn ich mich nützlich machen kann, Inquisitor. Es gibt immer etwas zu reparieren oder abzustützen. Und um die Wasserversorgung muss sich schließlich auch jemand kümmern. Woher kennt ihr Cullen? Woher kennt ihr Cullen, wenn ihr in Starkhaven stationiert wart?
Nachdem Kirkwall explodiert war, schickte Starkhaven Unterstützung. Große Teile der Stadt waren unter Schutt begraben. Viele Leute waren obdachlos oder in eingestürzten Gebäuden verschüttet. Ich koordinierte damals die Bergungsbemühungen und traf Cullen, als er versuchte, den traurigen Rest der Templer von Kirkwall zu befehligen. Ihr seid nicht gegangen? Ihr wolltet die Kirche nicht verlassen, wie der Rest eures Ordens? Heilige Pflichten sind schön und gut, aber ab und an muss jemand die wirkliche Arbeit erledigen. Wenn die Kaserne brennt, hole ich Wasser, anstatt herumzustehen und die Asche der Ketzerei zu bezichtigen. Ich wollte euch nicht zu nahe treten, Inquisitor. Wasserversorgungsprobleme? Inwiefern ist die Wasserversorgung problematisch? Der Brunnen der Festung ist verseucht, weil diese verdammten Venatori Leichen hineingeworfen haben. In der Nähe gibt es zwar eine Oase, aber dort haust ein Wargest, der uns bis jetzt recht erfolgreich von der Oase fernhält. 4 Soldaten sind seinen Klauen und seinem Gift schon zum Opfer gefallen. Wir werden Verstärkung brauchen, um das Biest zu vertreiben. Gebt mir einen Dunkle Brut. Was könnt ihr mir über die Dunkle Brut in dieser Gegend erzählen? Die Dunkle Brut scheint sich zu regen, seit wir die Festung in Besitz genommen haben. Ich habe die Truppen angewiesen, sie nur anzugreifen, wenn es absolut nötig ist. Wir brauchen keine Verderbnis in unseren Rängen. Wir müssen herausfinden, aus welchem Loch diese Monster gekrochen sind und es versiegeln. Gebt mir einen Lagebericht. Also schön, Hauptmann. Wie ist die Lage an den Westgarten? Ich habe Späher in die Rotlyrium-Mine geschickt, die ihr zerstört habt. Ich denke, bis auf Weiteres kommt niemand in diese Höhle. Weitermachen, Hauptmann. Jawohl, Inquisitor. Schön. Ihr scheint auch alles in Blüte zu stehen demnächst. Wir drängen sie langsam zurück. Gut. Ja. Ah, da haben wir noch ein Astrarium. Und das heißt, nach einer langen Zeit können wir endlich mal wieder ein Sternenbild entschlüsseln. Los, lass sehen. Astrarium. Okay. Ich schätze mal... So. Oh, ich glaube, ich habe irgendwie schon einen Fehler gemacht. Moment, das machen wir nochmal neu. Oh, ein brennender Mann. Gar nicht gut. Sternbild Toth. Gut. Da entriegeln sich jetzt gleich mal wieder ein paar Höhlen. Ja, die Eroberung dieser Festung hat jetzt nicht so lange gedauert wie in Empress de Lyon. Ja, Moment. Finde die Schwanzfeder eines Phönix. Suche mehr Hinweise auf die dunkle Brut. Ja, das nimmt ja schon einen riesen Bereich der Karte ein. Dann machen wir das doch mal zuerst.
aufgefallen, wie viele Leute wir auf Patrouille verlieren? Auch nicht mehr als woanders. Ah, okay. Dieser Hinweis führt uns also außerhalb der Burg. In eine heiße Quelle gefallen. Das klingt tatsächlich sehr schaurig. Und was von seiner Rüstung übrig ist? Das heißt, die Rüstung wurde weggeätzt oder so? Wenn ja. Oh je. Dann hoffe ich mal, dass er an dem Schlimmsten entgangen ist. Griff und Flügelfeste. Ein paar Notizen darüber. Hallo, Mr. Ananas. Ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, Inquisitor. Danke. Sehr freundlich. Wie geht's? Ja, also, ich bin gerade zwar ein bisschen am Schwitzen, weil hier ist es ein bisschen heiß im Raum, aber sonst geht's mir eigentlich relativ gut. Es war bis jetzt ein ganz entspannter Tag. Und wie war's bei dir? Ich hoffe, ich darf das fragen. Okay, dann, ich denke mal, wir können jetzt einfach mal weiter runtergehen. Ah, okay, dann hast du also auch einen schönen Tag gehabt. Das freut mich. Wäre auch doof, wenn die Woche schlecht anfängt, ne? Darauf kann man ja wie bekanntlich verzichten. Und Sekunde mal, da ist ja noch so ein Waffen. Ich habe alles, was ihr für einen lautlosen Mord braucht, Inquisitor. Umtausch ausgeschlossen. Okay, Umtausch ausgeschlossen. Das Spiel habe ich auch. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Dass, ja. Das haben andere hier von der Zuschauerschaft auch. Nur wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Ich bin jetzt kein Nerd in diesem Spiel, aber interessant ist es allemal. Du glaubst nicht, dass es hier spukt? Wow, macht das einen Krach, dieses Tor. Du hast es. Ach, das gibt's. Dragon Age Inquisition gibt's auch für die PS3? Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, es gibt's für PC, PS4 und vielleicht noch irgendwie Xbox oder sowas, aber. Ah, okay. Na gut, ich habe auch eine PlayStation 3 hier. Aber mit der habe ich schon lange nicht mehr gespielt. So, jetzt finden wir doch gleich unseren Hinweis hier. Und ja,
Ist das die dunkle Brut? Das gehört jetzt auch wieder uns. Oh je, da kommt ein dicker Obermotz. Und da geht dieser Trupp dahin. Bist du ein Zauberer? Ja. Ich habe die Rasse Mensch gewählt und die Rolle des Magiers. Krieger habe ich auch zweimal genommen. Einmal mit Mensch und einmal mit Kunari. Also bis jetzt... Also das Spiel spiele ich jetzt zum vierten Mal durch. Also hier für dieses Let's Play ist es das vierte Mal, aber ich Let's Play's zum ersten Mal. Wow. Geh bloß weg. Da ist doch noch jemand da. Ein Problem weniger. Also mit Krieger habe ich meistens... Ja. Abwechselnd Schild und Schwert und manchmal auch eine zweihändige Waffe genommen. Je nachdem, wie mir gerade zumute war. Und das ist jetzt das allererste Mal, wo ich mit Magier spiele. Und hier haben wir wieder so ein Grenzgebiet. Das heißt, viel weiter sollten wir nicht gehen. Da schimmert schon ganz, ganz übel die Atmosphäre und... Oh mein Gott. Diese armen, armen Lebewesen, was haben die bloß erleiden müssen? Und es scheint so, als ob da noch ein Riss wäre. Zumindest leuchtet es da irgendwie komisch grün. Und hier scheint... gar nichts zu sein. Aber ich glaube, mehr konnte man auch nicht machen. Das da konnte man jetzt nicht lahmlegen. Ist aber auch nicht so weiter schlimm. Wow, seht ihr den Rauch? Wow. Okay, das ist also wieder ein Sperrgebiet, das wir tatsächlich entschleiern müssen.
Nur die Frage ist, wo ist der Einsatz dafür? Nee. Da hoch geht's definitiv nicht. Ah, ich glaube, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Ah, wenn ich mit dem Stream fertig bin, dann kümmere ich mich erstmal um die Fliege, die mich hier die ganze Zeit nur stört. So, Einsatz freischalten. Wir müssen umkehren. Dunkle Brut sind durchgekommen. Ich muss unsere Leute in der Himmelsfeste um Rat fragen. Und das werde ich auch gleich noch tun. Wow, der eiserne Bolle kommt da durch. Okay, dieses Item holen wir später. Dann gehe ich jetzt nochmal zurück zur Himmelsfeste und kümmere mich dann noch um diesen Einsatz, der diesen Nebel lahmlegt. Und dann, ja, ich glaube, dann mache ich dann auch erstmal wieder eine kleine Pause. Dann bin ich nämlich wieder bei 2 Stunden und dann kann ich noch ein paar Dinge erledigen, bevor ich mich mal wieder schlafen lege. Und ja. Ich hoffe, euch hat der Stream gefallen. Naja gut, ein bisschen mache ich ja jetzt noch. Einen kleinen Ticken. Und dann... Dann ist es soweit. Noch ein Brief für Meister Tethras? Die Händlergilde gibt niemals auf. Erst einmal Ursprung der dunklen Brut finden. Das übernimmt die Truppen. Okay, wir reisen später nochmal dahin. Wasserquelle für den Vorposten sichern. Das macht auch die Truppen. Machen wir uns an die Arbeit. Moralverbesserung. Urteil dem Bewohner von Sarnia helfen. Fangen wir an. Josephine, das ist dein Gebiet. Und Moralverbesserung. Das macht dann auch unsere Liliana. Inquisitor. Alles klar, ihr Lieben. Wie gesagt, ich bedanke mich herzlich, dass ihr da wart. Ich mache dann hier eine kleine Pause. Ich wünsche euch dann jetzt noch einen schönen Abend. Erholt euch gut und bleibt gesund. Bis dann, ja, ich speichere dann noch. Wir sehen uns, euer TMW Astref und ciao. Ciao, Kirito.